Moin moin, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Da wir heute diverse Marktplatzangebote der Bremen Classic Motor Show besprechen, empfehlen wir euch gleichzeitig den Link zu öffnen, dann könnt ihr das, worüber wir sprechen, auch gleichzeitig sehen. Außerdem sprechen wir nachher über diverse Future Classics, also seid gespannt, habt viel Spaß! Leute, Samstag, der 6. Februar. Frank und ich nehmen hier einen Podcast auf. Ein bisschen später geworden. Ich hatte noch so viele Kunden hier rumrennen. Große Kunden. Da noch Autos abgeholt worden sind. Und große Kunden. Wir hatten zwei große Kunden. Die haben Sitzproben gemacht. Groß, die waren beide über 1,90, sie und er. Und, ne? Ja. Also wenn die den Podcast jetzt hören, dann hören sie gerade, dass sie uns gerade verlassen haben. Wir sind auf der Bremen Classic Motorshow Seite und haben den Livestream verfolgt, der so ein bisschen zittert. Jetzt gehe ich auf den Marktplatz, aber leider steht der Error 503 Service unavailable. Also gibt es wohl keinen Marktplatz heute, keine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich habe ihn vorhin kurz gesehen, habe auch schon ein paar Annoncen dort gesehen und wir haben uns gedacht, dass wir mal über so ein paar Autos sprechen, die wir da sehen können. Das wäre Livestream ist auch weg, wir haben ein technisches Problem. Und jetzt ist der Livestream auch weg. Und jetzt ist auch der Marktplatz dafür da. Guck mal. Jetzt ist er wieder da. Ja, also, wir sind hier live dabei. Bei mir ist er noch nicht da. Ja, Aldi-Talk, ne? Ich bin ja hier im WLAN. Aldi-Talk brauche ich nicht. Ja, also wahrscheinlich ist es bei mir dann auch gleich wieder weg. Vielleicht reden wir vorher über etwas, worüber wir reden können, nämlich ich sag jetzt mal Future Classic, eigentlich ist es schon ein Classic, jetzt ist er langsam sogar Oldtimer. Er hat es sogar jetzt in die Oldtimer-Markt geschafft, habe ich ja jetzt auch gepostet. Der E36? BMW E36. Ja, und genau. Hier steht, neben uns steht ein Morea Grüner 320i Cabriolet E36, allerdings Baujahr, was ist der, 95, 96? März 95. Mhm. Ja. Das heißt, in 4 Jahren H-Kennzeichen. Genau. Was? Genau, ja. Komisch, oder? Ja, insbesondere der E36, finde ich, hat ja eine sehr zeitlos moderne Form, muss man sagen. Also ohne modern würde ich es nicht da stehen lassen. Ich habe ihn immer gemocht, weil er sehr sportlich war und weil es ihn eben auch in sehr vielen Karosserievarianten gab. Kombi, Limousine, Coupé, Cabriolet und Kompakt. Ja, Kompakt immer noch mit ein paar Teilen versehen, die wir aus dem E30 kennen. Also von daher sicherlich ein Auto, wo man jetzt nachgucken sollte. Ist nämlich unheimlich schwierig, überhaupt unverbastelte Autos zu finden. Und dann eben auch noch am liebsten mit 6-Zylinder, Traumkombination. Ja, ich bin ja, kostet 11,9 hier, 320i Cabriolet, lückenlos Scheckheft, komplett im Erstlack. War gerade für mit neuen Reifen und TÜV für 3.000 Euro im Service wohlgemerkt. Also hatte so die typischen Bugs hier. Ansaugbrücke war nicht ganz dicht, hat Nebenluft gezogen. Was halt so nach 25 Jahren so passieren kann. Mhm. Ist alles gemacht worden. Und mich beschimpft worden schon wieder. Ah, viel zu teuer, so ein Quatsch, wer kauft das denn? Er ist schon reserviert, das Auto. Das heißt, ich habe es noch gar nicht fotografiert und inseriert. Reserviert ist es schon mal wieder. Klar, ey, ganz ernsthaft, für 11.900 Euro hast du hier ein Future Classic, der in 4 Jahren, du hast einen Top-Youngtimer, so komplett alltagstauglich, der modern fährt auch. Also ist ja kein, so, ne? Das ist ja ein tolles Auto. Eben, und ein Highlight ist hier aus meiner Sicht eben diese Farbkombination. Ich glaube, vor 15 Jahren, 20 Jahren auf dem Gebrauchtwagenmarkt war das richtig schwierig, Morea Grün, weil der auch noch innen Teilleder grün hat. Und da bin ich wirklich gespannt. Also diese Kombination, da freut sich bestimmt der Nächste drüber. Ja. Deshalb, ich freue mich, dass der E36 das mittlerweile in die Oldtimer-Markt geschafft hat. Das will ich mal betonen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und wenn man sich hier die Bilder von dem Morea-grünen Auto anguckt und sich die Innenausstattung mal ansieht, dann merkt man auch, das ist wirklich 90er pur, Zeitgeist pur. Und jeder, der so ein Auto mal gefahren ist, weiß eben, dass dieser 2-Liter Sechszylinder mit Schaltgetriebe wirklich Spaß macht. Der klingt gut, das Schaltgetriebe von BMW war schon immer ein Traum. Und rein Sechszylindermotoren, ich glaube, das weiß jeder, der so ein Auto mal gefahren ist, sind einfach erhaben. Von daher, da wird sich der neue Besitzer bestimmt freuen, wenn er das Auto hier abholt. Und wenn du sagst, da sind jetzt gerade 3.000 Euro reingeflossen, dann bin ich der Überzeugung, dass derjenige dann auch die nächsten Jahre erstmal Ruhe hat. Wir haben uns eben die Eröffnung angeguckt, Jens, von der Bremen Classic Motor Show, der Online-Messe. Wir haben probiert es anzugucken, hat so ein bisschen gezittert, das Bild. Genau.
Tja. Ja, du warst ja noch mit Kunden beschäftigt. Um 15 Uhr ging das los. Da war eine kurze Einleitung. Die war grundsätzlich nett gemacht. Für mich war es ein bisschen leise. Das Video war live bei Instagram. Aber dann wurde eben gesagt, ja, und das ist auch nur heute. Und alles, was heute verkauft wird, ist dann auch nicht mehr da. Und dann habe ich gedacht, ja, der Logik kann ich folgen. Aber was ist denn mit den Autos, die nicht verkauft werden? Die sind dann morgen wieder in der Garage vom Besitzer? Ist der Marktplatz, wird der abgeschaltet morgen wieder? Ist der nur während dem Online-Event? Das hört sich so an. Deshalb versuchen wir mal, wenn wir jetzt über die Autos reden, Screenshots zu machen. Ach, wollen wir über Autos reden, die da angeboten werden? Ja, klar. Ich hatte hier gerade so ein Honda Prelüd auf, da stand oben drüber H-Kennzeichen möglich ab Januar 2021. Ja. Ey, wir haben aber schon Februar. Was ist jetzt? Was ist da los? Also. was ist falsch? Also, ich weiß es nicht. Ja, das heißt, dass das möglich ist, aber sie haben es leider nicht gemacht. Ich würde vorschlagen, wir sortieren uns das mal gleich. Du hast ihn ja gerade auf deinem Bildschirm. Wir sortieren uns das mal preisaufsteigend. Das finde ich eigentlich am interessantesten. Nee, guck mal, geil sind noch die Bilder. Da hat er die Felgen drauf und auf dem Bild hat er eine andere Felge drauf. Ja, ich hätte ihn mit den Welche Felgen. Welche ist denn. Ich will ihn mit gar keiner Felge haben. Mit den Felgen hätte ich ihn gar nicht fotografiert. Und damit nur ein bisschen, ne? Und mit dem Wagenheber da auf dem Stellplatz auch eher nicht. Und hier mit dem, das sieht mir nicht gut aus hier. Ja. Also interessant ist natürlich, dass die ersten Autos, die angeboten werden, steht überall nur Preis auf Anfrage. Also ich finde Preis auf Anfrage bei einer Internet, in Anführungsstrichen, bei einem Internetmarktplatz, der nur einen Tag stattfindet, eher schwierig. Finde ich eher schwierig. Wen willst du jetzt anfragen, wenn morgen ist er gelöscht? Ja. Ja, genau. Ist ja doof. Genau. Relativ neuer Player übrigens, sehe ich immer wieder. Ich weiß nicht, kennst du die? Hast du die schon mal gesehen? Klassik Garage Celle? Ja. Habe ich jetzt auch immer mal wieder Autos gesehen. Immer mal wieder, ja, alles Mögliche. Genau, ganz lustiges Angebot. Die hatten mal, also ein Auto habe ich mir angeguckt, von denen fand ich ziemlich cool. Der stand in Bremen auf der Messe, einer Sonderausstellung. Die hatten mal ein Toyota Hiace Wohnmobil, ein grünes. Oh, cool. Der war ziemlich geil. Ansonsten kann ich zu dem Angebot nicht sagen von dem Kollegen. Ehrlich gesagt. Ich hab heute gesehen, dass er bei Mobile einen Volvo 960 Kombi hat. Richtig gut ausgestattet, recht wenig gelaufen. Ich glaube für 17, 18, 19.000. Also richtig viel Geld auch. Du meinst hier den 960er Volvo für 16.900 Euro? Ja, den meine ich. Den meine ich. So ein sportlicher Preis. So. Tja. Schöne Farbkombi. Ist aber nur ein 2,5er mit einem kleinen Motor, also das finde ich also ganz ernsthaft. Hat die ganz einfache Lederausstattung, noch nicht mal die hübsche. Er hätte nicht mal ein Werksradio drin. Ey, sorry, Frank, ist nicht dein Ernst? Das war ein Tipp oder was? Das war kein Tipp. Ich habe das nur heute gesehen, ich habe es auch nur überflogen, ich habe ihn nicht gesehen. Bitte, also und ganz ehrlich, bei Volvo würde ich dir niemals widersprechen. Das wäre ich schön doof. Und hier ist ein Volvo 245 GL. Der steht in Malmö bei einem Händler scheinbar. Oh, ist so eine geile Farbe. Das ist in so einem hellen Gold. Auch sehr schön. 127.000. Das Auto ist, guck mal, die Beschreibung des Fahrzeugs. Pass auf, hier steht's. Dieses Auto ist wirklich schön. Viele Original-Extras. Das war's, die Beschreibung des Autos. Ja, schön. Das ist doch mal klasse. Der ganze, die Farbkombi ist mega. Mega Farbe. Oh, guck mal, der Zustand ist auch auf dem Bild gut. Ja, die Bilder sind nur leicht unscharf, würde ich mal sagen. Ja, das ist richtig. Guck mal, ganz seltenes Extra. Hat er hier die Standheizung drin, digitale, und der hat das digitale Außenthermometer. Ui. Im Volvo 240. Ui. Dann eine Niveauregulierung hier, guck mal, mit den Knöpfen und eine Klimaanlage. Das ist ja ein richtiger Vollausstatter. Obendrein ist aber eine Automatik und jetzt kommt's. Oh, der Velour sitzt da. Velour und Anhängerkupplung. Jetzt gucken wir noch mal in den Motorraum. Nee, das wird noch besser. Pass auf. Er hat auch. Er hat doch kein ABS. Ich dachte, er hätte ABS gehabt. Nee, war dann nicht. Was hast du denn da gerade sortiert, Jens? Also ich meine, ich muss ja vielleicht dieselbe Sortierung auf meinem iPad haben. Damit ich bin das bei Volvo, einfach ja, nur. Du bist auch. Gut. Ja klar, dann gehe ich jetzt auf Mercedes und wir machen Parallel-Podcast. Ja, ist geil. Also es ist Stereo, auf dem rechten Ohr hört Leute, das ist, nee, ganz ernsthaft, ich weiß nicht, Frank, komm, lass uns hier das zuklappen. Warum? Wir kommen ja gar nicht in Schwung mit unserem Podcast. Wenn wir uns hier Autos angucken, haben die Leute doch nichts davon. Natürlich. Wir lassen uns doch inspirieren von dem Angebot, was es dort auf der Messe gibt. Ja, also staunen und stöbern, das stimmt. Guck mal, ich staune wirklich. Also vergleich das mal damit.
wenn wir jetzt zur Messe fahren würden, wir beide, und wir würden dann einen Live-Podcast machen, dann würden wir es genauso tun. Und ich glaube, das wäre interessant für die Menschen. Wir machen doch keinen Live-Podcast auf der Messe. Nee, ist ja auch nicht möglich, aber deshalb machen wir das ja hier. Ach so. Deshalb machen wir das ja hier. Ich sehe jetzt auch deinen Tridule. Ja. Guck mal, ein Typ 3 1600 Variant zum Restaurieren. Also, das zum ist sowieso, Restaurieren für 5000 Euro. Ja, ich finde das auch immer echt schwierig, dass man das sind Messepreise. Das so ankündigt. So das. Ja, also eigentlich müsste es ja so sein, dass wenn du wirklich der Meinung bist, du machst jetzt einen Marktplatz auf für, nur für einen begrenzten Zeitraum, dann müssten die Fahrzeuge ja wenigstens in irgendeiner Form begutachtet worden sein, damit du im Zweifel auch einen neutralen Blick drauf hattest. Hier, ich sag mal, ein Restaurierungsobjekt, ja, das muss man ja wohl mal sehen. Und das ist ja scheinbar auch nicht fahrbereit. Also, naja. Ich gehe nochmal zum Livestream. Ich gucke mal, was da gerade gestreamt wird. Meinst du? Ob der immer noch so zittert oder ob jetzt was geht hier. Nee, zittert nicht. Oh, das ist ein Auto für mich hier. Guck mal. Wobei auch da wieder zum Restaurieren, da wirst du ja nie fertig. Hätte ich schon, ja, also ein Talbo Matra Rancho, darauf hätte ich schon mal Lust. Echt? Den fand ich schon, ja, ich fand den schon immer gut. Ich hatte den damals als Spielzeugauto. Wenn ich mich nicht irre, das würde nämlich gut passen von einer französischen Marke. Na, wie hieß die französische Spielzeugautomarke? Majorette. Genau, genau. Das Auto. Ach komm, ich erzähle euch erstmal, der BMW 840i CI hat uns wieder verlassen diese Woche. Den habe ich verkauft, weil wir schon mal beim Marktplatz sind, weil hier baut sich, mein Marktplatz baut sich gerade gar nicht auf. Nee, meine auch wieder nicht. Also das ist so irgendwie. Also die haben sich echt Mühe gegeben. Ja, jetzt. Kennst du das, wenn im Zeugnis steht, hat sich immer Mühe gegeben? Ja, dann, genau. Ja, genau. Das aber ist so, die Performance eigentlich ist das so der Gnadenschuss, ne? Ja, ganz ernsthaft, die Performance, wenn ich ein Online-Event mache, da muss es aber auch fluppen. Da muss ich mir da auch so einen Server hinstellen, dass er funktioniert, sonst macht es doch keinen Spaß. Ja, Jens, aber ich vermute mal, dass da 3 Millionen Menschen jetzt online sind und die Autos durchklicken. Deshalb, die sind auch, glaube ich, gleich alle weg. Also du siehst dann so, wie dann quer drüber steht, verkauft. Kann das sein, dass da 366 Autos inseriert sind? Das ist möglich, ich dachte, es wären 1000. Nee, du hast ja nicht mitgemacht. Ach so. Also, pass auf. Das ist ja so, dass du da in diesem Marktplatz einfach Autos inserieren konntest, auch Händler. Und das ist ja nichts anderes, als dass du deine mobile .de-Anzeige nochmal kopiert hast. Genau so sieht's und die aus, hier ja. reingehackert hast. Ja, leider und ist du findest hier nichts anderes wie in mobile oder in irgendwelchen anderen Börsen auch. Es ist ja nicht weiter irgendwie, keine Ahnung, also so, ne? Und ja. Ich, ganz ernsthaft, ich fühlte, also ich finde das total nett. Ich finde das auch nett, dass sich die Szene hier praktisch so online mehr oder weniger trifft. So diese Idee finde ich toll. Mhm. Aber ich weiß nicht. Ja, also du hast vollkommen recht. Die meisten Fahrzeuge sind übliche Verdächtige, die man bei Mobile findet. Ich bin jetzt hier zum Beispiel auf dem 57i. Diesen 57i habe ich letztes Jahr auch auf der Messe gesehen. Das ist genau das Auto. Mhm. Er schreibt auch, er hat ihn vor 3 Jahren auf der Messe gekauft, hat ihn also vor 2 Jahren wieder versucht, dort zu verkaufen. Hat nicht geklappt, steht immer noch, ist bestimmt ein super Auto, kostet 9.999. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ich glaube, hier auf dem Bild sieht man das auch gut, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass er alle typischen Roststellen hatte, die so ein E32 7er hat, wie zum Beispiel hier unter dem Tank, quasi überall am Blühen. Da muss ich gestehen, ja, kann man machen, aber kann man auch lassen. Der sieht insgesamt echt nicht so besonders gut aus. Du hast im Zweifel recht. Das sind die Autos, die man sonst aus Mobile kennt. Aber auch da ist es ja mal interessant, über bestimmte Fahrzeuge zu reden, weil man hat ja ein Angebot, man sieht Bilder und wir wissen natürlich auch das eine oder andere über das Auto mehr als das, was da im Text steht. Also ich habe jetzt hier wirklich ein Highlight gefunden hier für mich. Und zwar ist hier ein Tresa Polo Cabriolet zu verkaufen. Das ist ein VW Polo mit einem variablen Dach. Im Endeffekt hat Tresa da nochmal als Zweitaufguss oder in höherer Stückzahl mehr oder weniger, das ist die gleiche Dachkonstruktion wie bei dem Dresa Audi. Also das ganze Dach klappt nach hinten weg. Okay. Und den Dresa Polo, den hast du ganz normal mit VW-Händler bestellen können. Ah, okay. Ja. Also mit normaler Gewährleistung und allem. Genau, dran, und die ne? sind, die meisten sind GTs.
Ich glaube, G40 wurde auch gar nicht angeboten. Ich meine, es gibt irgendwie einen Umbau, habe ich gelesen auch. Aber der größte Teil war tatsächlich ein Polo GT, der da umgebaut worden ist. Und das ist ja mit den 75 PS auch eine flotte Kiste gewesen. Also es ist ja ein Auto, was Spaß macht, ne? Jo, der hier angeboten wird, ist leider die 55 PS-Variante. Ein GT mit 5, das sind wahrscheinlich die Kilowatt. Wahrscheinlich ist es, also... Ja, er hat es geschrieben. Also, ja, whatever. Okay, gab's aber auch. Ja. Ja, hier steht es auch nochmal, 55 PS Motor. Ja, 78.000 gelaufen, 12.500 Euro finde ich jetzt nicht zu teuer, ehrlich gesagt. Klar, aber es ist ein schönes Beispiel dafür. Das ist natürlich was sehr Besonderes, das muss man unbedingt wollen. Ja. Ansonsten kann, ich sag mal, ein Morea grüner E36 320i Cabrio alles besser. Kann man nicht vergleichen. Für 600 Euro weniger. Genau. Ja, das stimmt, ist so. Ja. Doch, man kann es vergleichen, indem man sagt, okay, ich habe hier ein Budget und was kriege ich für das Budget? Ne? Ich habe hier was Traumhaftes für dich. Jetzt Lancia kommt's. Y. Hier. Ja, der ist richtig geil. Ja, guck doch mal. Lancia Y, was ist denn los? Y10LX Elektronik. Sensationelle Zeitkapsel. Mit einer schönen Beschreibung. 16.000 gelaufen. Deftiger Preis. 16 gelaufen? Ja, aber das ist, du... 16 gelaufen. Das ist ein einfacher LX, ist kein Sondermodell und gar nichts. Sieht aber sehr gut aus, muss man gestehen. Ja. Mhm. Oh, guck mal dann hier. Das ist ja auch, sowas finde ich immer interessant. Also ich gucke jetzt mal die Autos an, die ich mir auch im Parkhaus angucken würde. Einfach um mal ein Feeling dafür zu bekommen. 300er SL 129er mit fetten BBS-Felgen, die auf den ersten Blick auf dem Auto gar nicht schlecht aussehen, aber man irgendwie auch jetzt nicht mehr so fährt. Ein 91er mit 172.000 gelaufen für 12,9. Wenn das von den Werten her stimmt, ist der Preis nicht unfair, finde ich. Viel Auto fürs Geld, wenn das von den Werten her stimmt. Hat eine blaue Innenausstattung, die sieht gar nicht mehr gut aus am Fahrersitz. Und wie viele Kilometer soll der gelaufen sein? Ja, also der soll 172 gelaufen haben. Und das Erste, was ich sehe, wenn ich das Bild angucke, ist, er hat keine Sitzheizung. Das deutet für mich immer auf einen Import hin. Und wenn es ein Import ist, dann wirst du wahrscheinlich auch in Bezug auf die Laufleistung keine wirklich sauberen Nachweise bekommen. Also für den Kilometerstand sieht der Sitz schon ziemlich heavy aus. Ja, finde ich auch. Man muss ja sagen, Mercedes und auch Porsche hatten in den Jahren eine überragende Lederqualität. Also das war dermaßen hochwertig, dass selbst Autos mit 200.000 Kilometern, wenn die gepflegt sind, sieht das immer noch jahreswagenmäßig aus, das Leder. So ist es. Deshalb wundert mich das ja schon, dass der schon so durchgerutscht ist, der Sitz. Ja. Das lässt auf jeden Fall aus der Ferne darauf schließen, dass eventuell der Kilometerstand nicht so niedrig ist, wie er da beschrieben ist. Um es mal so auszudrücken, ne? Ja, weil 172.000 ist natürlich bei einem 30 Jahre alten Auto auch tatsächlich nicht viel. Und die SL wurden schon damals nicht wenig gefahren. Also da kann man sich ja mal Annoncen angucken, die 20 Jahre alt sind, da hatten die dieselben Laufleistungen. Naja. Ja, was gibt's hier noch Schönes? Es sind ja im Grunde tatsächlich, wie du schon sagst, die üblichen Verdächtigen, wobei der ein oder andere Wagen... Hey, das Geile ist... Ich bin hier gerade auf einer Anzeige, jetzt mal nur zur Seriosität. Ne? Mhm. Anzeige von einem Volvo 245 GL. Ja, ist ein Schwede, der den anbietet, in Malmö. Ist eine schwedische Telefonnummer. Steht Kontakt, Herr sowieso Privatverkäufer. So, dann gehst du runter und dann steht weitere Inserate vom Händler. Also nochmal ein Satz Autos von dem Privatverkäufer. Hat er nicht alle zu Hause in der Tiefgarage stehen oder was? Das ist doch schon wieder so ein Fake. Ja, ist er jetzt Händler oder ist er privat? Das ist eine Sammlungsauflösung. Nee, das ist das Gleiche. Das ist die Sache, die so toll die Messe in Bremen ist, aber im Parkhaus, ne? Genau. Diese große private Börse, Alter, das sind 10% Privatautos, das Rest sind alles Händlerautos. Ja, oder so Pseudo-Händler, ne? Ja, hör doch auf. Guck mal, hier ist was für dich. Saab 95, Familienkombi mit dritter Sitzreihe aus Spanien. Stehe ich gar nicht drauf. Nee, Spanien und Holland, der kommt aus beiden Ländern. Ja, Spanien schrägstrich Holland, was ist damit gemeint? Ja, das ist dieses holländische Spanien oben. Holländische Schweiz, ne? Holländische Schweiz, genau. Ach, daher, jetzt 14 senkrecht, jetzt haben wir es endlich. Ja, Mensch, Jens, Geografie ist nicht so deins, ne? Wetzleichen, Hupzuckelt ausgeben. Ja, also trotzdem, der Volvo Kombi, den der hier anbietet, der ist toll, in so einem hellen Gold.
nur für einen Schweden-Import ohne deutsche Papiere, dann musst du den noch holen. 13,5 ist schon ein knackiger Preis, aber man kann es ja mal probieren in Deutschland, ne? Ja, naja gut, du weißt selber, diese Autos sind ja durchaus gefragt, ne? Also es kann schon sein, dass da jemand gegenläuft, der vielleicht ja, etwas mehr Geld hat, als das, was das Auto eigentlich wert ist. Ja, ja nee, ist ja, also ist 127 gelaufen, ist eine Automatik und hat eine recht gute Ausstattung, aber hat auch hier oben die schwarzen Folien alles, deutet darauf hin, dass der, kann gut sein, dass er noch im Erstlack ist. Die fehlen nämlich oft, wenn die Autos lackiert worden sind. Macht sich keiner mehr die Arbeit, diese Folien da wieder hinzukleben. Sieht schick aus, finde ich. Ja. Ja. Sieht, ist ja so ein bisschen Shadowline-Optik, ne? Ja, und also, der Wagen ist so Champagner-Gold. Ja. Ja, nur wie, ich frage mich, wie man das dann abwickelt. Also ich meine, gut, der muss ja dann Deutsch können und das ist dann ein Händler und das Auto ist in Schweden. In Malmö ist jetzt und nicht so weit. Und da ist nichts mit vorher. Ja, ist das nicht so weit? Ich weiß das nicht. Malmö ist ja direkt hinter der Brücke. Okay. Bist du, wenn du nach Malmö fährst, bist in gut durchkommst, bis in 4 Stunden in Malmö. Guck mal hier, den finde ich auch gut. Ein 500er SEC, also ein 140er Coupé, in einem hellblau Metallic, Stader-Kennzeichen. So, 166.000 gelaufen, Checkheft, erster Fahrzeugbrief. Das ist natürlich eine feine Geschichte. Und sieht auch gut aus, ist ja so ein bisschen zweifarbig. Was heißt denn erster Fahrzeugbrief, wie viele Einträge denn? Sind die Felgen so noch falsch oder nicht? Felgen? Ja. Nö, die gibt's auf dem Auto. Echt? Ja. Die sehen so pipi klein. Nee, das aus. Ist auch so. War es ja ein früher, ist ein 1993er. Die hatten tatsächlich noch 16 Zoll. Uiuiui. Ja. Ja, gut, das ging ja auch nur bis 18 Zoll damals, ne? Aber coole Farbe auf jeden Fall. Also hellblau Metallic. Mir fällt bestimmt auch noch die Name ein von dem Blau. Finde ich nicht schlecht. Ist ein reeller Gegenwert, wenn er 166 gelaufen hat für 14,5. Das finde ich. Guck mal, ich habe ja was für dich gefunden in Belgien. Da bist du doch. Ach nee, das ist sogar in Bremen. Ein Apal Corsa Coupé. Geil. Eigentlich ganz cool, ne? Mega. Ziemlich skurril, das Ding, oder? Mit Flügeltüren. Mega. Das ist echt ganz cool, das Ding. Ja. Ah, jetzt verstehe ich das. Das ist im Grunde wahrscheinlich vom Chassis her dasselbe wie die Buggies, ne? Genau. Und dann aber mit einer geschlossenen Karosserie und Flügeltüren. Ja. So doof ist das Ding nicht, ne? Wenn du Glück hast, hat er auch eine Lüftung. Ja, ansonsten brauchst du irgendwie Sauerstoffflasche am Bord. Ey, das ist mal ein geiles Angebot. Leute, wer braucht dieses Teil? Schreibt mir. Wer braucht ein Talbot Solara? Blinkleuchtenglas rechts. Ja. New Old Stock. Genau, New Old Stock. 15 Euro. Ja, für das Geld kriegst du mittlerweile ein ganzes Auto, glaube ich. So, was gibt's denn noch? Ich bin hier gerade. Käfer da? Ja, ich bin gerade in Facebook gelandet, hier beim Rumsurfen. Der Käfer, das ist ganz lustig. Der Kunde hatte mich angerufen und ich hatte nicht so richtig. Ich habe da den Carajo Classic empfohlen, der kennt sich doch besser mit aus. Und siehe da, Marco hat was Tolles rausgefunden und bietet den Käfer jetzt auch an. Das ist ein sogenannter CKD-Käfer. Und zwar ist das ein Käfer, der hier nach dem Bau wieder zerlegt worden ist. Ist in Kisten nach Brasilien gegangen und wurde dann wieder zusammengebaut. Ja. Davon ist es einer der allerletzten von diesen Käfern. Ich glaube, der Besitzer kannte diese Geschichte gar nicht zu dem Auto. Das macht das Auto zwar jetzt nicht besser, aber ein bisschen wertvoller. Ne? Hat eine interessante Geschichte. Ist auch ein Brasilien-Reimport, das Auto. Diese CKD-Geschichten musste man machen, weil wahrscheinlich das Auto keine offiziell, also weil es das offiziell dann dort vor Ort nicht gab. Genau. Und dann mussten sie es da nochmal neu zusammenbauen, hat dann aber auch im Fahrzeugbrief in der Regel dann eben Hersteller Brasilien oder so drin. Irgendeiner, der es zusammenbaut halt. VW hat doch selber in Brasilien gehabt. Ja, ja. Aber die haben nur den Käfer noch nicht da wahrscheinlich montiert in der Zeit, ne? Das wird wohl so sein. Guck mal hier, ein 280e aus dem Mercedes-Benz-Museum Stuttgart. Zustand neuwertig. Mhm. Oh ja. 28.500 Euro, 75.000 Kilometer gelaufen. Aus dem Mercedes-Benz-Museum, das ist ja interessant. Ja, weil der SLC hinten auch, der hier bei mir steht. Mhm. Der ist da auch verkauft worden in diesem Museums-Autoshop sozusagen. Ne? Mhm. Okay, ist ein Ex-Frankreich-Auto. Ja, ist auch ein stolzer Preis, ne? Wie viel hatte der 230er gelaufen, den du hattest? Den du vor ein paar Wochen verkauft hast? 70.000? Ja, so ähnliche Laufleistung, okay. Gut, dieser hier ist dunkelgrün, Lederbeige, also Lederchampignon. Das sieht natürlich schon gut aus, eine schöne Kombination. Aber ich finde, es ist natürlich schon ein Highlightpreis, muss man sagen, für einen 124er Limousine.
oder? Also an die 30.000 Euro finde ich für einen normalen 124er Limousine schon echt ein Highlight. Gut, klar. Ja, kein Kombi, ne, wohlgemerkt. Ja, eben. Also mit dem Zusatz sicherlich, dass der irgendwie mal im Mercedes-Benz-Museum stand, was auch immer. Also der ist da gehandelt worden, weißt du? Sagen genau. Wir mal, das macht die Autos ja auch nicht besser oder schlechter. Nur weil jetzt das Mercedes-Benz-Museum hat auch selber so einen Handel betrieben. All-Star, wie hießen die? All-Time, All-Star? All-Stars. All-Stars, genau. Und das wird so ein Auto sein. Aber das macht das Auto ja nicht besser. Nee, also ein Auto wie jedes andere auch, wurde irgendwo bewegt. Du hast natürlich das Gefühl oder du hast natürlich die Möglichkeit, im Werk mal wieder nochmal ein altes Auto zu kaufen, sozusagen. Ne? Auf Deutsch gesagt, vom Hersteller selber. Genau. Und die Frage ist, wie gut haben die Autos da aussuchen, sich die Autos vorher angeguckt? Ja, genau. Um das geht es ja nur, ne? Naja, und im Endeffekt geht es um den Preis. Also natürlich sind die Menschen bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen, wenn sie es bei Mercedes direkt kaufen. Aber der darf natürlich nicht zu abgehoben sein. Ich finde hier eben 28.500 Euro ist ja so ein Preis, wo du schon langsam dann auch einen 500er mal für kriegst. Davon ist natürlich ein 280 eh weit entfernt, ne? Und für 28.500 kaufst du aber auch heute, glaube ich, ein richtig gutes 124er Cabriolet, ne? Ja. Also da müsste man schon richtig was Gutes kriegen, auch mit unter 100 gelaufen, oder? Schätze ich das jetzt falsch ein? Nee, ist richtig. So. Aber gut, kann ja denjenigen geben dafür. Das ist auch was Schönes hier, Jens. Toyota Celica 1600 ST Super. Coupé. Super cool. Oh, Wahnsinnsauto. Celica, geile Geschichte. Mich hat hier ein Kunde angerufen, der hat so einen Scheunenfund gemacht, mehr oder weniger. Und zwar hat er eine Celica praktisch wiedergefunden, die seit Jahren in einer Halle abgestellt war. Eine Celica Liftback 2000. Oh, schön. Baujahr, also mit dieser eckigen Form schon. Was war er, 78 oder 79? Ja, die Frage ist, hatte er vorne die runden Leuchten oder die eckigen? Runde Leuchten. Die runden, okay. Genau. Mhm. Und die coole Story ist, der Wagen hat so eine Effektlackierung. Der ist so ein weiß-metallig, leicht verbreitert, hat weiße Felgen und hat so hellblaue Streifen. Und das hat der Lackierer gemacht. Der hat damals für Styling Garage die Autos auch gemacht. Und den Motor, der Kunde, der den Wagen da jetzt hat sozusagen, sein Vater hat Motoren gebaut und der hat den Motor gebaut von dem Auto. Ach was. Und so ist der böse getuned mit doppelten Solex an der Schrägnockenwelle und so weiter. Heieiei. Und, was man so damals gemacht hat, ne? Schrägnockenwelle. Der Wagen hat also wirklich, der soll wohl angeblich, hat dieser 2-Liter-Motor mehr Richtung 200 PS. Gut, kann sein. Original hat er 120 gehabt, ne? Hui, aber gut, aber um aus einem 120 PS Motor 200 PS rauszuholen, musst du aber auch ordentlich Gas geben, ne? Da muss dann ja wirklich alles dabei sein mit Fächer, Krümmer und. Ja. Ja. Hier, ich zeige euch mal Bild. Oh, der ist schon irgendwie cool. Ey, ist ja der Hammer. Oh, der ist schon irgendwie cool. Ja. Können wir aber leider nicht posten. Ja. Ja, schön. Hat auf jeden Fall. Das ist geil. Ja, die Lackierung ist der Hammer. Das sind ATW-Felgen, glaube ich, ne? Die da drauf sind. Ich glaube, das waren ATW-Felgen. Genau. Ist auch so eine typische Tuning-Geschichte. Genau, Markus Koller Design, die haben auch die Autos lackiert. Also hier so ist der Wagen geborgen worden letzte Woche. Mhm. Die haben die Autos von der Styling Garage lackiert auch. Mhm. Und hey. Also ich muss sagen. Zeitzeuge. Ja, genau. Ich habe zu ihm gesagt, was ist mit dem Auto? Willst du den verkaufen? Er, nein. Ich so, schade. Weil ich habe nämlich auch einen Bezug zu diesen Toyotas, zu diesen Baujahren. Mhm. In der Zeit, Anfang der 80er Jahre, also 79, 81, hat mein Vater mit seiner Firma die Messestände für die Firma Toyota gebaut und entworfen auf der IAA. Und deshalb hatte ich alles von Toyota. Ich hatte Toyota-Prospekte, ich hatte eine wattierte Toyota-Motorsportjacke in Rot mit zwei weißen Streifen runter. Und ich hatte... Ach so, ja, stimmt. Diese Toyota-Jacken, ich weiß, in diesem Rallye-Design, weil die ja damals auch Rallye gefahren sind. Ja, diesen Rallye-Fahren. Ich hatte alles, was es von Toyota gab irgendwie und natürlich auch alle Prospekte. Und ich fand diese Celica mal geil. Und dann kam das Facelift raus und hatte meine Mutter so eine Celica XT in braun metallic mit beigem Velour. Und mein Vater fuhr einen Toyota Crown dunkelroten Supersaloon. Oh, ein Crown? Cool. 2,8 Supersaloon. Ja, dieses Dunkelrot war typisch für das Auto. Mit meinem Lieblingsfeature. Hinten war eine Klappe und da konntest du das Radio fernbedienen. Und zwar konntest du Folgefunktionen fernbedienen. Du konntest laut und leise machen und, wenn ich mich recht erinnere, konntest du auf den Knopf drücken, Kassette reverse. Du konntest von hinten die Kassette reverse machen. Boah.
Das ist der Wahnsinn. Ja, und der war dunkelrot und hatte... Ach, der blaues Velour? Dunkelblaues Velour? Nee, beige ist auch helles Velour. Ah, toll. Ah, toll. Diese Autos sind ja auch total ausgestorben. Die, eigentlich waren die ja cool, ne? Die waren ja sehr amerikanisch. Also sieht aus wie, so ein, wie ein Caprice. Genau, genau. Wie so ein etwas japanischer Chevy Caprice. Ja. Und dann, also, sag mal, 1981, 2,8 Liter Hubraum war ja, ja eine Ansage, ne? Ja, auch im Verbrauch. Aber 145 PS, ne? Genau. Also jetzt kein Racer. Aber Vollausstatter, ne? Der hat ja alles gehabt. Alles elektrisch, Klima, Sitze, was du wolltest. Ne? Gut, und es war eigentlich deren typischer Motor, ne? Es war deren typischer rein Sechszylinder-Motor. Ja. Und aber ich fand den Crown fand ich schon immer super, das Ding. Ich fand den immer geil, in Silber hat er mir immer gefallen. Also im Dunkelrot sah er aus wie so ein Toshiba-Radio-Reporter. Ja, Dunkelrot wolltest du ja damals auch nicht haben. Ja, ich hatte, ich hatte einen dunkelroten Toshiba, ich glaube, Toshiba, wie hieß denn das Ding? RD8000 oder so, Kassettenradio. Da ist mein, durfte ich mir einen Kassettenrekorder kaufen neu. Ja? Und dann ist mein Vater mit mir nach Köln gefahren und sind wir in Saturn gegangen. Und da standen halt irgendwie, da gab es in Köln Saturn, der einzige Saturn in Deutschland damals übrigens. Okay. War der größte Schallplattenladen Deutschlands mit dem Turm vorne an der Hansaring. Cool. Und da gab es halt, sonst kannte man das ja nicht. Man ist zum Radiohändler gegangen, da standen zwei Nordmende-Radios. Mhm. So. Aber da standen dann halt auch Sharp. Oder so. Und ich habe mir so ein Toshiba-Radiorekorder ausgesucht, so ein Stereo-Ding. Der hatte schon so ein flaches Design, weißt du, mhm. so smooth. Mhm. Und der war so bordeaux-rot wie der Toyota. Witzig. Geil, ne? Ja, witzig. Ja, das ist Zeitgeist pur. Aber wo sind die Dinger geblieben, ne? Also, der Radiorekorder weiß ich nicht. Ja, der auch nicht. Aber ich glaube, dass diese Toyota Crown sind dann tatsächlich, denn da hat man das immer noch mal gesehen. Ich glaube, die sind dann nachher so Richtung Iran, Irak, also Irak vor allem gegangen. Ja, du wie viele manchmal, große Limousinen manchmal taucht damals. Hier noch mal einer auf von so einem Rentner irgendwo. Ja. Meistens dann aber schon mit schönen Gammel überall. Gibt es kaum noch die Autos. Also die im Top-Zustand. Aber guck's dir an hier, ne? Also die Celica, von der ich jetzt spreche, 1600er ST Coupé, ist ein Autobaujahr 73, 29.800 Euro. Das sind schon Highlightpreise, die mittlerweile für diese Autos gezahlt werden. Dieser hier sieht auch, muss man sagen, toll aus, weil er wirklich original Radkappen auf Stahlfelgen hat, die so in dem Design einer Alufelge sind im Grunde. Dunkelgrün, alle Embleme dran. Also in so einem Zustand gibt's diese Autos auch wirklich nur noch super selten. Weil ja, die Frage ist halt, ob einer für so einen 80 PS Toyota 30.000 Euro schon ausbezahlen, ausgeben will. Ne? Ja. Das ist aber immer so eine Diskussion. Klar kostet der Toyota viel und man könnte für das Geld des Toyotas auch das und das kaufen. Darum geht es ja in dem Moment gar nicht. Ne? Nein, es geht darum, man findet dieses Auto cool und dann sagt man sich, man will den besten haben, den es vielleicht jetzt auf dem Markt gibt. Vergleich dazu gibt es gleichzeitig für dasselbe Geld ein 280 CE, also ein Strich 8er Coupé in Silber, ein 74er, auch sehr ähnliches Baujahr. Jetzt kommen wir runter, wo steht denn der? Das ist auch Niederlande. Okay. Niederlande. Du hast ja einen Kontakt in den Niederlanden, ne? Kann man in den Niederlanden, Klassiker kaufen? Ja, warum nicht? Also, du kannst überall Klassiker kaufen. Die Frage ist, wie gut. Die haben ja einen riesen Markt gehabt in den Niederlanden, ne? Ja, mit dieser Gasgeschichte und so. Ja, es gab ja, wenn du da über die Grenze gefahren bist, früher bin ich mal in so die erste Tankstelle gelatscht. Und da gab es gab drei oder vier Zeitschriften mit Anzeigen, also mit Fotoanzeigen, mit Oldtimern, ohne Ende. Also der Markt war echt groß. Und die haben ja den Markt reformiert. Und dieses historische Kennzeichen ist das wenig. Sind die jetzt bei 40 Jahren in Holland? Ich glaube, irgendwie sowas. Ne? Das hat den Markt halt weggeschossen. Ne? Also der Markt existiert nicht mehr in der Größe, wie er früher war. Achso, du meinst, die sind bei 40 Jahren, weil ab 40 ist es erst ein Klassiker. Und das war vorher ein anderes. Okay. Das war vorher anders. Die waren ja vorher, glaube ich, steuerfrei, ne? Ab 25 Jahre, irgendwie sowas. Okay, also ich habe relativ viele Volvos und Saabs mal nach Holland verkauft eine Zeit lang. Ich habe aus Holland wenig Anfragen in den letzten Jahren. Okay. Okay. Guck mal, hier ist sowas, wie du auch im letzten Jahr gehandelt hast. Ein 500 SEL B6 Panzerung. Allerdings einer der letzten. Baujahr 91 und ein amerikanisches Modell, wie man an den Stoßstangen sieht. Und mit, wie man hier in der, das finde ich immer interessant, mit einer Löschanlage im Motorraum. Das ist ja so eine, ich muss jetzt lügen, also ich würde jetzt sagen, es ist eine Halon-Löschanlage tatsächlich gewesen. Ist, glaube ich, nicht besonders gesund, aber löscht wahnsinnig gut. Solches Auto ist kaum am Markt zu finden. Stimmt, das war auch so, als du deinen hier hattest. Wo steht der?
Der steht in Deutschland, irgendwo im Harz, Rella Automobile. Oh, ich dachte, der steht in Bremen, auf der Messe. Nee, da steht er nicht. Der steht im Internet. Im Internet drin? In dem Internet drin. Erste Hand aus königlichem Vorbesitz. Gut. Ja, auch nicht schlecht. Der König von Amerika. Der König von Amerika. Ja, wahrscheinlich ist das auch irgendwie eher so Orient, würde ich mal sagen. Sind ja auch relativ viele amerikanische Modelle damals hingegangen. Ja, ansonsten gibt es ja wirklich, ich meine, das ist witzig, weil es so unsortiert oder in diesem Fall eben nur nach dem Preis sortierte Autos sind. Jensen Interceptor MK2 für 32.000 Euro, das klingt nach Abenteuer, oder? Wo steht der denn? Wo steht der denn? Der steht, das weißt du, wo der steht, oder? Nee, fragst du mich das deshalb? Ja. Der steht hier in Hamburg. Bei Mirbach und Seemann. Ah, bei dem Sven Seemann steht der. Genau. Guck ich mir den mal an am Montag. Genau, genau. Ich guck mir am Montag was ganz Spannendes an. Bei einem Händler steht ein Volvo 440 Turbo Limousine mit nur 27.000 Kilometern für 1.500 Euro. Heckscheibe kaputt, Motor läuft nicht richtig, stand ganz lange abgemeldet in einer Werkstatt, vergessen. Aber 27 gelaufen, unten 440 ein Turbo tatsächlich. Oha, ja, die sind selten, ne? Jo. Ist ja. Die fahren auch ganz gut. Das ist im Endeffekt Fahrlast mit GTI, ne? Fährt 200 das Ding, 9 Sekunden auf 100. Ja, aber ohne den Turbo ist das Auto auch so, ne? Mach mal hier den. Mach den mal. Den 240Z? Ja. Okay, dazu ein 240Z in dunkelgrün. Das ist der Color Change. Ey, das gibt's nicht. Leute, ganz ernsthaft? Da erzähle ich aber auch keine Geschichte zu. Soll ich mal eine Geschichte zu dem Auto erzählen? Ja, bitte. Zeig mal. Das ist der Umlackierte mit dem, natürlich, klar. Ja, yeah, klar, natürlich. Leute, der Wagen war bei mir, den habe ich mir angeguckt. Den habe ich hier vom Hof gejagt mit dem Auto. Das ist ein Color Change. Erstmal ist eine Vollrestaurierung im Osten. Da habe ich dann gesagt, der hat so schöne Stoßleisten an der Seite, so unmotiviert. Warum man die denn nicht dann entfernt hätte? Ja, die wären original. Sagt er, tatsächlich. Und dann sagt er, das war so eine lustige Situation. Dann zieht er eine Oldtimer-Markt raus, um mir zu zeigen, weil da war ein Bericht drin über irgendwie einen 240er, dass diese Leiste an das Auto gehört. Und sagt, gucken Sie hier. Und natürlich hatte kein einziges Auto in dem Bericht diese Stoßleiste. Und ich so, ja, ich sehe es. Die Leiste ist irgendwie falsch. Und er, also ganz ernsthaft, und der Wagen hatte, der hat überall schon wieder gerostet. Also der hat den voll restaurieren lassen für viel Geld, hat einen Color Change obendrein gemacht, irgendwo im Osten, und will die Karre jetzt nur loswerden. Und jetzt bietet ihn hier ein Händler für 40.000 Euro an? Ey, ganz ernsthaft? Ja, so viel da, ich finde aber auch. Was steht in der Beschreibung denn drin? Du, das finde ich ist eben auch ein bisschen dünn. Also erstmal ist ein bisschen Beschreibung darüber, dass so ein Auto wann und bla und Designer. Ja. Und dann steht hier, unser Datsun 240Z Coupé wurde in den USA erstmal zugelassen. Die Laufleistung mit 80.000 Meilen ist glaubhaft. Der Oldtimer ist überarbeitet, hat TÜV bis September und ist mit H-Kennzeichen zugelassen. Ein Classic-Data-Gutachten, hört, gibt dem 240Z die Note 2. Dieses Coupé wirkt frisch, zeitlos und bringt viel Fahrspaß. Ja, und so das Classic-Data-Gutachten zum Fahrzeug war schon ein paar Jahre alt. Ey, ganz ernsthaft, erst wollte er den Wagen nämlich bei David Sportcars platzieren. Die haben gesagt, nee, wollen sie nicht. Dann war er bei mir, nee, wollte ich nicht. Jetzt steht er bei Steenburg. Was Steenburg damals nicht wollte, das war der Mercedes W140, den ich verkauft habe. Das IAA-Auto? Das IAA-Auto, das fanden sie irgendwie, ach, man weiß nicht und überhaupt muss man mal gucken. Ich meine, das ist genau falsch rum, wie sie es machen. Ja, gut, ja, wie gesagt. Raus. Wir wollen ja keine anderen Händler dissen. Nee. Aber das Auto ist auf jeden Fall Müll. Ja, was ich hier sehe, hatte ich übrigens auch bei mir in die Beobachtung genommen neulich und der war ganz schnell verkauft. Ein E36 BMW. Alpina B8 und ich hatte einen Kombi gefunden, oder der wurde gerade eingestellt, in Rot, wohlgemerkt. E36 Kombi ist ja schon selten. Ja, und dann eben noch als Alpina B8 und dann auch noch in Knallrot. Ja. Und der war im 0, nichts verkauft. Der war nicht billig, aber aus meiner Sicht immer noch deutlich fairer als dieser hier, weil der hatte, glaube ich, einen Preis von 29. Das fand ich auch schon viel Geld für einen E36. Hier soll allerdings die Limousine, B8 4,6 Limousine, mit 215.000 gelaufen, 45.000 Euro kosten. Krass. Das finde ich schon echt amtlich, oder?
Also ich meine, damit kommt er ja an den Preis ran, langsam von dem B10 B-Turbo, den du verkauft hast. Und das ist eine ganz andere Hausnummer, ja, finde ich. Genau. Oder? Genau. Oder sehe ich das jetzt irgendwie? Das ist richtig. So. Und vor allem 215.000 gelaufen ist ja jetzt auch keine biblisch niedrige Laufleistung. Nee. Also, ja, weiß ich nicht. Ja, dann solche Autos hier, ne? Guck mal, und das vielleicht der VW-Bus, der T3, den du hast, ne? Was ist das für ein Preis? 65.000. Okay, guck mal. Und hier wollen sie für 45.000 aus den Niederlanden ein T3 Karat mit Audi V6 TDI und H-Zulassung verkaufen. Wo du aufpassen musst, dass wenn du das nächste Mal zum TÜV fährst, der nicht sagt zu dir, pass mal auf dein Haar, ne? Das kratze ich dir mal ab. Genau. Ja. Genau. Weil, also V6 TDI im T3 mit H-Zulassung. Nee, weißt du, was ich schade finde? Was ich schade finde ist, das ist ja der Marktplatz der Online-Messe der Bremen Classic Motor Show. Ja? Hm. Und warum werden da solche Autos angeboten? Das verstehe ich eben nicht. Also ein Auto in der Qualität oder in was ist da, das macht ihm, wie soll ich sagen, das spiegelt ja keine Qualität, nicht die Qualität der Messe wider, sozusagen. Richtig, ganz genau richtig. Und ja, ich bin da auch, wir haben ja so ein ambivalentes Verhältnis dazu, zu dem, was man dann eben, wenn man also eine gewisse Qualität an einer Messe im Online darstellen möchte, dann muss man natürlich auch irgendwie ein Quality Gate haben für das, was annonciert wird. Wenn alles durchgewunken wird, ja, dann weiß ich nicht, dann kommt das dabei raus. Guck, hier ist noch so ein Kandidat, ne? Puch, Mercedes-Benz 230 GE Langversion, der so aussieht wie so eine Mischung aus Militärfahrzeug und moderner Interpretation der Form. Also es ist im Endeffekt ein Militärfahrzeug, ja, was dann umlackiert worden ist. Genau, genau. Und was dann auch noch, ja, also ich habe solche Restaurationen schon gesehen, die werden leider häufig irgendwo sonst wo gemacht. Und dadurch, dass ja alles, wo G-Modell draufsteht, irgendwie dann teuer wird, gibt es vielleicht jemanden, der sowas kauft, keine Ahnung. Ich finde es spannend. Noch was Tolles, und das Auto wiederum kenne ich, wenn das der ist. Ich klicke den mal an. Ein Datsun 260Z Classico GTO 1977. Das ist geil. Genau so ein Ding, das war mal relativ günstig. Und zwar ist das die Optik eines Ferrari GTO. Wo steht der jetzt, sag ich mal? Der steht in den Niederlanden. Der da? Ja. Auf Basis eines 260Z. Steht bei Autobedarf, heißt das Autobedarf? Ja. Robert Wagner. Robert Wagner, war das nicht der von Hart aber herzig? Ja. Der? Guck mal, der handelt jetzt in den Niederlanden mit Autos. Echt? Und der baut die um? Ich kenne diesen Umbausatz. Ich fand den damals, da war mal einer im Angebot, tatsächlich günstig. Der hat irgendwie 17.000 mal gekostet vor 10 Jahren oder so. Guck mal, jetzt steht an so einem Auto 49,9. Also du kaufst dir einen 260Z, der optisch von der Karosserie her umgearbeitet wurde, ob die Optik eines, und das muss man ja wirklich in Anführungsstriche setzen, weil jeder, der den GTO, den Ferrari kennt, wird ja sofort erkennen, dass es keiner ist. Aber dadurch, dass sie so selten sind, erkennt es auch nicht jeder. Du erkennst es daran schon, dass der Radstand nicht stimmt. Das ist ja immer das Problem von diesen ganzen Replikas, dass die Radstände immer nicht genau gleich sind und dadurch sich die Proportionen so verändern von den Fahrzeugen, dass man auf den ersten Blick sieht, dass es nicht um ein Original handeln kann. Ja, das ist wirklich schade. Das Beste sind diese Lamborghini-Nachbauten mit Granada-Motor, wo überhaupt kein Maß stimmt. Und Pontiac Fiero-Basis, ne? Also Pontiac, genau, also der Fiero oder Fiero, wie auch immer. Man hat das Gefühl, der wurde nur gebaut, um dann wieder als Replika irgendwie andere Fahrzeuge darzustellen. Ganz schlimm, ne? Ja. Ganz schlimmes Ding, ja. Das stimmt schon. Ja, Z3 M-Coupé mit 65.000 gelaufen für 54,9. Das finde ich sogar okay, so auf den ersten Blick. Ja, und dann kommen hier Porsche. Das Auto hier kennt man auch. Also viele dieser Autos, wenn ihr da auf diesen Marktplatz guckt, werdet ihr kennen, weil man sie von Mobile schon kennt. Und ja, also im Grunde nichts Besonderes. Wir vermissen das trotzdem, so eine Präsenzmesse mal wieder zu haben. Wir wären da bestimmt hingefahren, wenn es die gegeben hätte. Ja, das kann, dieses Online-Event kann das ja nicht ersetzen. Das kann nur so ein bisschen so remember, vergesst uns nicht sozusagen, ne? Guck mal, ein schönes Auto. Hast du sowas mal gehandelt? Nee. Ein Bitter-CD? Nee. Ist auch so eine kleine Szene, ne? Sieht aber gut aus hier, finde ich. Ja, finde ich auch ziemlich cool. Also,
Ja, ich finde auch ein Bitter SC geil. Ich mag die beide. Ja, gut, Bitter SC ist ja so ein bisschen Ferrari-Form, ne? Ferrari 400 möchte gern. Genau. Das ist eher Maserati möchte gern. Richtig, richtig. Aber Respekt vor dem Auto. Also ich persönlich finde den Bitter CD wirklich schön. Ja, ist auch. Der klingt auch toll mit diesem 5,4 Liter V8-Motor. Im Chevy. Im Endeffekt vom Chevy. Wir haben Opel Diplomat, aber eigentlich Chevy Small Block, ne? Genau. Und hat einen geilen Sound. Hat eine sportliche. Hat nicht sogar. Der sieht schon sehr aus wie früher Design, aber hat der Bitter, glaube ich, nur abgeguckt, so ein bisschen alles, ne? Aber echt toll gemacht. Ja. Wurde der nicht auch in Italien gebaut, die Karosse? Bei Cajola oder sowas? Wenn du das sagst, werde ich dir da nicht widersprechen. Ich weiß das nicht. Ich bin nur, das Einzige, was wirklich ein bisschen schade ist, ist, dass man dann eben so ein, jetzt muss ich lügen, ich hätte es fast gesagt, Opel Rekord oder Innenraum hat. Ne? Also das ist halt, das Armaturenbrett ist halt, ja. Nur Armaturenbrett hätte man sich was ausdenken müssen. Ja, aber das hatten wir schon mal hier. Guck mal, ein Opel Calibra. Da kannst du den teuersten Calibra mit Lederausstattung kaufen oder ein 4x4 oder ein V6. Innen. Und dann hast du aber das Armaturenbrett vom Vectra. Ja, das stimmt. Und schön ist es nicht. Oder im Corrado hast du das Armaturenbrett aus dem Passat. Das stimmt. Das so, stimmt. Das ist jetzt auch nicht ein, ne? Kein Highlight. Guck mal, ein 190e, 2,5, 16V, Evo 1. Das ist eigentlich so mein Liebling. Also ich finde den Evo 1 deutlich schöner als den Evo 2. Ich auch mit diesen runden Radausschnitten, genau. Mit diesen Spoilern hinten, das finde ich auch schön. Genau, genau. Der Evo 2 ist zu viel mit diesen Verbreiterungen dann. Finde ich auch. Der ist dann so ein bisschen verunstaltet. Ne? Hier das Design, das geht irgendwie durch. Ja, schönes Auto, 98.000. Ich glaube, wenn ich mir den so angucke, sieht er auch tatsächlich vernünftig aus. Steht leider gar kein Text dabei. GT Sports and Classic. Ich glaube, 98 ist tatsächlich noch ein fairer Preis. Also wenn man so ein Auto kauft, diese Autos werden sich nur nach oben entwickeln. Es gibt 500 Stück, es hat nie mehr gegeben. Die Evo 2 sind ja schon deutlich teurer, obwohl es keinen Grund dafür gibt, dass der Evo 2 teurer ist. Also überhaupt nicht. Und ja, ich meine, klar, Jens, ich glaube, wir kennen beide noch die Zeiten. Da gab es das Auto für 20. Ne? Ja. Das war so. Ist aber lange vorbei. Und deshalb glaube ich, jetzt kaufen für 98, auch wenn das ganz, ganz viel Geld ist, ist nach wie vor eine gute Anlage. Meinst du? Ja. Ja. Also ich glaube ich tatsächlich, weil einfach auch die Evo 2-Preise abgeflogen sind. Aber ist das nicht blöd, eine gute Anlage? Sollte man sich hier nicht kaufen, um den zu fahren? Ja, absolut, absolut. Ich würde den auch fahren, ist ja total alltagstauglich. Also das muss man halt auch sagen, ne? Ein 190e Evo 1. Automatik? Nee, Schaltung. G-Track. Also, finde ich schön, das Auto. Ja, ansonsten sind hier die üblichen Verdächtigen, ne? Eine Menge Porsche 911er, so ein Auto muss man halt sehen. Ich glaube, bei so einem Porsche würde ich auch immer einen Spezialisten, mindestens einen, mit zu Rate ziehen. Also, ich kenne mich irgendwie mit vielen Dingen aus, aber beim 911er, wenn ich da losgehen würde, da gibt es so viele Dinge, die original sein können, die falsch sein können, Technik, die kaputt sein kann, Motor, also da muss ich echt sagen, da würde ich... Also ich würde immer jemandem empfehlen, der sich sagt, die Kunden das auch ganz oft am Telefon, wenn die sich so ein bisschen unsicher sind und dann auch noch irgendwo weiter weg sind, sage ich, schicken Sie erstmal einen Gutachter, der sich das Auto in aller Ruhe anschaut und dass er einen Senf zu gibt, weil dann kann man auch beurteilen, auch der 840er BMW, den ich gestern verkauft habe, da war jemand hier, der den begutachtet hat. Und der Käufer sitzt am Starnberger See, der war nicht da. Und der Gutachter hat das angeguckt, das Auto, mit dem Schichtmessgerät und das und Displays und Motorlaufen und Klima und so. Und dann ist er kurz rausgegangen und dann klingelt auch schon das Telefon und sagt er, nee, ich will das Auto haben, alles gut. Punkt. Und der geht an, das Auto passt zum Starnberger See irgendwie, ne? Findest du ja, nicht? Ja, das ist witzig, ne? Dass so manches Auto landet auf Sylt, der andere beim Starnberger See. Ja. Guck mal, ich habe hier noch ein Highlight gefunden. Hast du sowas schon mal gehandelt? Ja, und zwar, ich habe einen 964 Speedster verkauft, einen schwarzen, noch mit DIN-Kennzeichen, die Hamburger DIN-Kennzeichen. Oh, krass. Und ganz krass, ein Tiptronic. Und ich habe gedacht, gut, dass das Ding weg ist. Und dann der den gekauft hat, der den bis heute, der hat dann irgendwie rausgefunden über Abfrage. Gibt gar keine, ne? Schwarzer Tiptronic Speedster, wahrscheinlich sind nur zwei gebaut worden oder so. Und es ist dann halt doch was Besonderes. Und es war ein deutsches Auto mit Tiptronic. Wahnsinnig. Also, tolles Auto. Ja, das, und die hatten ja eigentlich eine schwierige Zeit damals, Porsche. 1993 ging es denen finanziell nicht besonders gut. Guck mal, der kostet jetzt 150.000 Euro. Der hat bei mir damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, hat irgendwie 60.000 gekostet. Ernsthaft? Ja. Ja gut, die waren schon mal noch teurer, ne? Ja, also die sind ja jetzt wieder gefallen. Ich habe noch so ein Beispiel. Ich hatte damals mal von einem
Kunden abgeholt, einen 964 Carrera RS Amerika in Roten. Und dann habe ich den angeboten für 49.000 Euro und bin hier ausgelacht worden. Dann hat ihn jemand gekauft, der ist nach Italien gegangen und wieder in Deutschland gelandet, witzigerweise hinterher der Wagen. Und heute kostet so ein Ding, ein RS Amerika kostet immer 100.000 Euro. Ja. Oh, guck mal, Wahnsinn. Das ist auch top of the line hier. Eins von 9 Stück, das ist ja auch immer so blöd, ne? Also ich hasse ja Marty Report, weil Marty Report funktioniert ja so. Der sagt, es gab so und so viele, die den Motor hatten. Es gab so und so viele, die das Getriebe hatten. Es gab so und so viele, die den Motor hatten, die Farbe hatten. Und dann irgendwann steht da, dein Auto ist eins von 7, die so waren, wie der ist. Ja, das ist aber klar, weil sie jedes einzelne extra aufzählen, dann ist das irgendwann so. Ja. Das heißt aber nicht, dass er selten ist, sondern das heißt, ne, so. Hier aber angeblich einer von 9 Stück, ein Ford Mustang GT 428 Cobra Jet 4-Speed, also geschaltet, Cabriolet, also ist ein 69er, so wie meiner, allerdings als Cabrio, für 155.000 Euro, wo ich sage, boah, für 155.000 Euro in Deutschland ein Mustang Cabriolet, der Käufer, der muss auch erst geboren werden. Also, ne, weil vor allem beim Cabrio ist es ja so, da möchtest du eigentlich die elegante Form gerne haben. Und die 69er Form ist, finde ich, total cool und aggressiv, aber elegant ist sie gar nicht. Und dann hier 155.000, boah, also da bin ich gespannt, wer sowas kauft. Wo steht sowas? In Kropp, okay. Wo ist denn Kropp? Keine Ahnung, 24848, ja. 24848, das ist in der Nähe von Bremen. Ja, das muss so in der Nähe sein, ja. Weißt du was, Frank, wir haben jetzt hier so viel gelabert über German Carnet ist das. Ah. Ja, gut. Genau. Dann ist es bei Lübeck, nicht bei, also ist im Norden, 2.4 ist ja Lübeck. Mhm. Genau. Wir haben jetzt hier so viel über irgendwelche Anzeigen, so wirres Zeug geredet. Wollen wir nicht mal eine Runde Quartett Roulette spielen? Ich hatte hier sowieso was vorbereitet, weil ich eigentlich gesagt habe, wenn wir das nicht machen mit der Bremer Messe, dann könnten wir mal über Future Classics reden. Und du könntest immer sagen, ob das aus deiner Sicht ein Future Classic ist, ja oder nein. Ja. Ja? Ja? Pass auf. Ja, da ist die Antwort fast klar. Jaguar XK8 Cabriolet. Ja, ist einer. Ja. Ist auch jetzt schon ein Auto, ist aber immer noch ein Kauftipp, findest du nicht? Ja, ist ein Kauf. Ich habe hier ein Coupé verkauft mal vor 3 Jahren. Du kriegst dafür schmales Geld, weit unter 20.000 Euro ein Top-Auto. Ja, ne? Ja. Ich denke auch. Ich finde die gar nicht. Ich mochte die Form früher nicht, weil es für mich aussieht wie so ein Stück Seife. Nee, ist ein Future. Ich finde ihn witzigerweise als Coupé schöner. Ich mag das Coupé mehr. Hat ein bisschen mehr Spannung in der Karosserie. Ja, hat so ein bisschen mehr eigenen Charakter auch irgendwie. Tolles Auto fürs Geld. Also du kriegst da sehr viel Auto fürs Geld. Finde ich auch. Und der Designer ist ja der gleiche, der damals die Aston Martins auch gemacht hat, ne? Mhm. Ja, okay, gut, das ist sichtbar, ne? Genau. Das ist sichtbar, ja, das ist deutlich sichtbar. Mitsubishi 3000 GT. Ja, also ich finde ja, ist halt Special Interest, ne? Ja, ist ja ein Dodge Stealth, gibt's ja, also gab es auch. Gibt es genau. Als Dodge, als Mitsubishi, ja, ist auf jeden Fall in der Nische auch ein Future Classic, ganz klar. Ja, waren damals Fabelwerte, ne? 5,7 Sekunden auf 106 Zylinder, 250 km/h und das Auto ist ja aus Anfang der 90er. Ja. Also ich glaube, rein von der Leistung her ein cooles Ding. Ja, auf jeden Fall. Aber auch selten geworden, ne? Also ja, ein bisschen zerklüfteltes Design so. Aber ja. So. Ja. Ja. BMW Z4 3,0i. Puh, da tue ich mich schon mal schwer mit. Ich witzigerweise, ich fand den nie schön, bis auch genau, ist ähnlich wie bei mir. Coupé mit dem, oder Cabriolet? Nee, ist ein Cabrio. Ich finde den tatsächlich mittlerweile von der Karosserie her gut. Ich finde ihn, jeder weiß, dass der 3 Liter 6 Zylinder sich gut fährt, ne? Keine Frage. Und wenn man hier sieht, 5,9 Sekunden auf 100, 250 km/h, ich glaube, es ist nach wie vor richtig schöner, sportlicher Roadster. Aber in die Garage 11 hat es noch kein Z4 Nein. geschafft, oder? Nein. Auch kein Coupé, ne? Nein. Die sind auch selten, ne? Ja, es ist auch so, weißt du, Z3 Coupé ist ein Hammer. Mhm. Und dann hat man gesagt, das war's. Und dann hat man dann doch nochmal das Z4 Coupé irgendwie da raus. Also, ich weiß nicht, so ein bisschen, nee. Boah, das ist schwierig hier. Ein SL 500 R230, den es ja mittlerweile auch seit 2001 gibt. Ist auch noch nichts. Oh.
nee, ich habe ja so ein Auto gehabt, aber damals, als er eben auch noch aktuell war, ich habe den geliebt. Es war auch ein tolles Auto, aber ich weiß halt heute, welche Dinge daran technisch alle kaputt gehen können. Ja, das und das ist richtig teuer. Mir wurden schon mehrere angeboten und ich habe jedes Mal Nein gesagt. Ich sehe den Wagen hier nicht. Für mich hört es witzigerweise beim SL, das ist so eine Gefühlssache, vielleicht sehe ich das in ein paar Jahren anders. So 129 beim 129 hört es auf. Und da auch am liebsten die ganz frühen obendrein noch. Ne? So. Was hältst du vom Chrysler Crossfire? Ist ein Klassiker, ist schon einer. Ja, ne? Ja, Chrysler Crossfire finde ich total, also als Coupé. Das Cabriolet finde ich ein bisschen langweilig. Das Coupé ist mega, ja, mit ne? dieser Finne in der Mitte. Genau. So dieses, auch vorne die Haube mit diesen langen, geil. Im Endeffekt ist es ja ein Mercedes SLK Coupé. Genau. Bei Karmann gebaut in Osnabrück. Mit einer wirklich super Technik, weil er ja immer den Sechszylinder ja, hat, den schönen V6. Genau, SL320er war das, genau. Ne? SLK 320. Ist auch geil, die Instrumente innen drin sind ja alles genau Mercedes. So. Genau so. Nur dann halt mit so kleinen Chromrändern und dann hell anstatt dunkel und so, also die Farben revers. Oh, ja. Eine andere Beschriftung und so genau, weiter. Genau, und auch die Zeiger ein bisschen anders. Ja, genau. Und was mir besonders gut gefallen hat, sie haben damals eben auch das Radio, das Bäcker, also bei genau. uns gab es ja, ja das ja. APS 30 genau. und das haben die dann genommen und haben da eine silberne Blende draufgesetzt. Ja, genau. Sah auch super aus. Ja, ja. Passte genau. 100% ja, in den Innenraum. Da also, stehe ich total drauf. Crossfire finde ich toll. Ist für mich toll. Auch absolut ein Kauftipp, weil ja. die sind noch ja. nicht teuer, ja. die Autos. Ja. Ja. Die machen super Spaß. Ja. Die Technik ist Mercedes und ja. ist auch ordentlich aus ja. den Baujahren. Ja. Also toll, wenn ihr ein Auto sucht. Leute, ist ein Chrysler Made in Germany, ist bei Karmann gebaut ist worden. So, ja. Ja, ja. Ist so, ja. Geiles ist so. Auto. Ja, das wird schwierig jetzt. Opel Astra Coupé, also ein G ist das, ne? Opel Astra G, würde ich sagen. Nee, ne? G heißt ja nicht, oder? Ja, ist irgendwie so. So dieser, da haben sie dann auch wieder behauptet, oh, jetzt haben wir es geschafft. Haben wir wieder ein Coupé, nee, haben wir nicht. Wieder einen Manta-Nachfolger. Ja, nee. Nee. Ich meine, für mich, also, weißt du, das ist immer ein Problem. Wir haben hier Zuhörer da draußen, die sagen, wow, was sagt der Seldrecht jetzt irgendwie? Ich finde das aber geil. Das mag sein. Hier für mich, nein. Das war ganz interessant. Ich hatte ja aus dem letzten Quartett Roulette den Astra V6 mal eingesetzt und habe dann ja mal eine Abstimmung Vectra gemacht. V6. Den Vectra V6. Und da waren sehr viele, die ja gesagt haben, auch viele, die nein ja. gesagt haben. Ich habe mal geguckt, was es gibt, hat mich dann auch nichts so richtig angesprochen. Also ist ja nicht, da ist ja kein originales Auto mehr dabei mit einer guten Ausstattung oder so. Nee. Die gibt's nicht. Nee. Ne? So. Nee. Wenn, ist es ein Originaler, der ganz schlechte Ausstattung hat, oder es ist einer, der verbastelt ist, wo du nicht mehr hinguckst. Genau. Also das ist schon schwierig. Ja. Ein Bentley Azure. Ja, ist. Ganz klar. Ja, ist auch selten, ne? Sieht man ja, auch nicht so. Teures Auto, auch heute noch ein teures Auto. Ein Bentley Azure ist nichts anderes wie der Nachfolger von legitime Corniche. Von Corniche. Ja, und ist ein Klassiker, schon wie er auf den Markt kam. Also geborener Klassiker. Gibt es ja auch Autos, so. Ne? BMW 645 Ci. Also der erste Sechser wieder Bengel nach vielen Design, Jahren. Ne? Bengel Design, ja. Mochte ich nie. Ich auch nicht. Finde ich aber, ich bin ihn dann mal gefahren in der Anfangszeit. Der fährt sich ja toll. Boah. 8 Zylinder geschaltet, ja, gab es damals. Ganz toll, garantiert. Ja. Aber vom Design, ich weiß nicht. Aber wenn du so bedenkst, der 840, den du hast, wurde gebaut bis 98. Ja. Der 6er kam wann? 2002? Kommt das so hin? Ja. Ungefähr, ja. Würde ich sagen. Ich finde 840 sehr viel schöner. Ja, viel schöner. Und wenn du bedenkst, was aber auch preislich mittlerweile dazwischen liegt, ne? Ja. Also ich würde jetzt mal behaupten wollen, 6,45 in einem wirklich guten Zustand mit wenig Kilometern kostet so 15, 16? Keine Wahrscheinlich. Ahnung. Ich Max. Weiß es gar nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, die waren auch technisch nicht ganz ohne, weil die hatten ja damals schon auch aus dem 7 dann eine Menge Technik. Ja. Wie auch immer das heute ist. Ja, das weiß ich gar nicht, wie du dazu stehst. Audi S4. Doch, ja. Finde ich ganz cool, finde ich besonders cool als Limousine, weil immer alle nur Avants hinterher haben wollen. Gab es auch in Amerika viel mehr Limousinen? Ich habe schon so einen verkauft hier. Ach was? Ja, und zwar, ich hatte einen Imola-gelben Kombi. Ah, geil. Imola-gelb ist natürlich auch ein ich Highlight. Ich habe einen Imola-gelben Kombi S4 hier verkauft, mit schwarzem Leder. Ist ein Future Classic. Also das ist ja so das Topmodell der Baureihe gewesen damals. Und diese frühen S- und RS-Modelle, inzwischen ist es ja eine Flut. Inzwischen ist ja das Problem, das weiß man gar nicht so mehr. Wie bei Mercedes, bei euch, ne, ist das plötzlich alles AMG XY, aber ist ja nicht vom Herzen her so richtig. Was? Und das hier, das war damals ein richtiger, das war ein richtig geiler, eine Granate, ein Sport-Audi.
Was mir gar nicht so richtig klar ist, gab es damals auch einen RS4? Der kam dann auf der Basis. Meine ich nämlich, weil der S4 hier aber ja auch schon den 8-Zylinder hatte. Ist ja geil. Steht zumindest hier auf der Karte. Ja, es gab beides. Als 8-Zylinder gab es, da stimmt doch was nicht. Ich meine, dass der 8-Zylinder doch immer der RS war, oder? Genau, das war kein 8-Zylinder. War nicht der S4 ein 6-Zylinder? Oder hat der S4 oder? Als Facelift einen 8-Zylinder gehabt? Das war ein 6-Zylinder. Irgendwas war ja, da. Ja, es gab beides. Ich habe hier verkauft einen 2,7-Liter Biturbo 6-Zylinder. Und es gab aber auch dann noch einen 8-Zylinder. Es gab beides. Siehst du? Okay, was ja cool ist. Also bei dem kleinen Auto. Also ich habe den Biturbo 2,7er verkauft. Mit zwei neuen Turboladern, wohlgemerkt, die ich verkauft habe. Genau. Ja, klar. Mazda MX-5, ja, allerdings die zweite Serie, also nicht mit Klappaugen. Ja, ist trotzdem, bei Mazda MX-5 muss ich auch sagen, wahrscheinlich irgendwie die ganze Palette werden Klassiker, so nach und nach. Ich glaube das auch. Mazda MX-5 kann ich auch immer nur eins sagen. Weißt du, worauf ich total stehe? Kannst du immer kaufen, so ein Auto. Ich stehe da auf das Mazda MX-5 Coupé mit dem Tagadach. Den letzten. Den finde ich geil. Den finde ich geil. Das ist auch ein Auto, was polarisiert. Ich mag das ja. Das stimmt. Also ich finde, Mazda MX-5 ist aus meiner Sicht immer ganz viel Auto fürs Geld, weil die auch super dankbar sind. Die Technik ist einfach. Ja. Die machen immer Spaß. Ja. Kann man kaufen. Also wer für den Sommer ein Cabrio sucht und nicht so viel Geld ausgeben will, MX-5 geht immer. Das nächste Auto. Ja, Nissan 350Z wird auch ein Klassiker. Das ist so dieses Edge-Design, wie so ein Audi TT auch so ein bisschen. Sagen wir mal so, bei uns ist die Szene mini klein für solche Autos, glaube ich. Und ich glaube, dass es eher ein Auto ist, was in USA und so eine größere Fanbase hat. Wenn der ganz original ist, unverbastelt, wirft diesen Bild hier, diese Bronze, Metallic und so weiter, ist auf jeden Fall ein Future Classic. Ja, ne? Jo. Da sagst du wahrscheinlich gleich, dass es einer ist. Ja, ist. Ne? Ja, Toyota MR2 mit Mittelmotor, ganz klar. Ja, ne? Ja, klar. Ist ja schon die zweite Variante oder dritte sogar, ne? Ja, da gab es ein geiles Sportmodell von, den gab es in Rot von TTE. Hier Toyota Team Europe, also diese zwei in die sitzen in Toyota Deutschland und da sitzt auch TTE, Toyota Team Europe, diese Rallye-Autos bauen, die haben mal so Kits gebaut und den gab es als, den gab es hier diesen MR2 in Rot mit weißen TTE-Felgen und Spoilern, in so einer Sport-Edition, das finde ich geil. Klingt gut. Klingt gut. So, jetzt wieder, das würde mich interessieren. Definitiv ist das ein Future Classic, Mercedes CL500, weil der eins der Mercedes Coupé mit der schönsten Dachform. Die Dachform ist Wahnsinn. Also wir reden vom C215, nicht vom CL500 gab es ja schon beim 140er. Ja. Das ist der 215er. Mega. Finde ich optisch auch echt gut. So, und jetzt am besten. Und Innovation ohne Ende. Ja. Den muss man halt finden dann, hier zählt also silber-schwarz langweilig, hier zählt die besondere Farbkombination. Och, also den in einem hellen Gold mit braunem Leder und dann, der muss ganz original sein, also nicht tiefer, gar nichts, überhaupt nichts. Und dann hinten, wie das Dach ausläuft und die Fenster, ist echt ein hübsches Auto. Ja. Also er ist viel mehr der Nachfolger vom klassischen SEC wie der W140er. Das stimmt. So. Und was mir hierzu noch einfällt, und das war damals für mich, als ich vor 20 Jahren bei Mercedes anfing, echt ein Highlight, weil die das dann immer beschrieben haben, wie sie es produzieren. Dieses Auto gab es ja im Innenraum nicht nur mit Holz, sondern mit Stein. Labrador Blue Pearl, so dünn geschnitten, dass sie ihn im Grunde in diese Mittelkonsolenform gebracht haben. Und da konntest du die Mittelkonsole in Labrador Blue Pearl bekommen. Das sah auch klasse aus. Ich habe es in Natura ja gesehen, weil da war ja viel Klarlack drüber. Hat gespiegelt und gefunkelt ohne Ende. War sicherlich jetzt nicht unbedingt, hat nicht unbedingt das deutsche Auge angesprochen, weil das doch ein bisschen funkeln war. Ich fand Labrador Blue Pearl schon immer ganz cool so. Ich wusste genial. Das gar nicht, erfahre das heute erst. Ja. Wäre auch ein Feature, was ich nicht haben wollte. Komm, hier nächstes. Finde ich super cool. Nächstes Auto, komm. Natürlich Future Classic, weil ist auch auf dem Weg zu mir. Ist allerdings hier, also Chevrolet Corvette C4. Das ist eine C5? Ja, ich würde sagen, es ist eine C5. Nee. Sag mal. Doch, ist eine C5. Das sind C5? Ja, ist eine C5. Sicher? Tatsächlich. Ja, sicher, ganz sicher. Warum ist es kein C5? Das ist eine C5. Nee, ist aber auch ein Klassiker. C5 ist auch ein Klassiker. Corvette eigentlich immer und in Deutschland erst recht, weil es ja irgendwie von allen Modellen doch nie viel gegeben hat. Nee. Gut. Wobei der besonders, finde ich. Ja, und zwar Porsche 906 Targa.
ist der einzige Porsche Taycan, der eine Heckklappe hat. Weil du kannst nämlich, überhaupt ist ein Hatchback, also gab es ja bei Porsche gar nicht, du kannst nämlich die Heckklappe einzeln öffnen mit Gasdruckstoßdämpfern und dein Gepäck hinten einladen. Das ist ziemlich gut. Hat Ralf nicht so einen? Hä? Hat Ralf nicht so einen? Wer? Ralf? Ich glaube, Ralf Spiekermann hat ja einen Targa. Ja, hat er, glaube ich, erzählt. Ich bin mir nicht sicher. Ich mein, kann ja sein. Aber finde ich geil. Also finde ich ganz, also ich finde dieses Feature geil. Also Glasdach und dann kannst du hinten noch die Heckklappe aufmachen, deine Sporttasche reinschmeißen. Ich finde das Auto auch, ich finde das Auto auch ganz gut. Ich muss auch gestehen, also habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, bin ja nicht der allergrößte 911er Fan, aber ich habe ja mal einen gehabt. 10 Minuten. Ich habe ja mal einen gehabt. Also von daher 996 mit dem, am besten mit dem 3, oh, jetzt muss ich lügen. Warte mal, das ist der 3,6. Nee, 3,6er, ne? 3,6 und 3,4er gab es, genau, ja. Genau. Und ich hatte einen 3,6er. Ja. Und als Allrad, als Cabrio. Und das war wirklich vom Fahren her, war das schon High-End. Also der konnte alles. High-End. So, High-End. Das nächste Auto, nicht ganz High-End. Oh. Das ist eine spannende Frage, ne? Der ist irgendwie so ein bisschen untergegangen, ne? Ja, zu Recht. Ja? Also Toyota Celica. Toyota Celica. Ich weiß nicht, wie diese Baureihe heißt. End-90er-Auto. End-90er. Boah, alles sehr eckig. Toyota Celica war ja im Grunde, also war immer ein tolles Auto. Gab es davon eine Top-Version, so richtig wie so Carlos Sainz oder sowas? Das nee, weiß ne? ich, nee, glaube ich nämlich auch nicht. Das, waren das ist das eigentlich, Problem nämlich. Genau. Und ja, das waren dann nachher so Autos, die haben sich ältere Leute gekauft, die irgendwie in Toyota Coupé-Tradition genau fahren ja, wollten. Ja, genau. Aber, und das, was du eben genau ja sagst, ist nämlich so. Und Toyota Carina Coupé war nicht mehr lieferbar, dann nehme ja, ich eine Celica. Genau. Oh, Carina, oh, ja, hatten unsere Nachbarn. Carina Coupé? Ja. Mhm. Nee, nicht Coupé, nicht Coupé, ja, sondern Carina Coupé. Lift, ein Liftback. Liftback. Ein Liftback. Geil. Ja. Viertürer. Fünftürer, ja. Fünftürer, ja. Genau. Liftback. Genau. Ja. Celica, aber auch das ist, glaube ich, ganz interessant. Ich glaube, dass der, ich meine, klar, Carlos Sainz, diese 204 PS Variante, die Celica, die man jetzt für die, die man damals für die Rallye genommen hat. Diese 4WD und so. Genau. Wenn es die Rallye aber nicht gegeben hätte, dann wäre das Auto auch nicht richtig geil, weil von der Form her ist der auch so. Ja, aber gab's aber. Ja, gab's aber. Hast ja recht. Wann hast du davon den letzten gehabt? Hast du immer schon mal gehabt? Nee, ich hatte mal ein Coupé davon. Also der Spider, Maserati Spider, im Endeffekt ist es, der Spider ist ein 4200 GT, ein 3.2er Cabriolet, genau, als Cabriolet. Genau. Wenn Klassiker, also sind Klassiker, ja, aber am allercoolsten ist dann tatsächlich ein 3200 GT mit den Bumerang-Rückleuchten. Klar, den finde ich auch schön. Technisch nicht, aber formal ganz weit vorne. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin so ein Auto mal gefahren, der hat ja einen Ferrari-Motor. Nö. Doch. Der, ja. Der, ja. Der 3.2er ja nicht. Genau. Also Ferrari-Motor, der Block ist baugleich mit von so, genau, aber es ist kein Ferrari-Motor genau komplett. Und den gab es ja mit verschiedenen Getrieben. Ich bin ihn gefahren mit dem Schaltgetriebe. Ja. Das war sehr spannend. Ich weiß, den gab es ja damals auch mit dieser, wie hieß die? Hieß die Aselespeed? Diese Tiptronik, hätte ich fast gesagt. Ja, also mit der es immer Probleme gab, wo du im Grunde bei jedem Mal anfahren konntest du sehen, dass deine Kupplung 1% weniger wurde. Ja. Heftig. Naja, so, nur noch drei. Ja, wird ein Klassiker, also Opel Speedster. Finde ich geil. Im Endeffekt ist es eine eckige Toyota Lotus Elise. Witzigerweise gab es den Speeder mit Turbomotor und dann hat er wesentlich mehr Leistung gehabt wie ein Lotus Elise. Und das ist ein Kracher. Und, war das ein Turbo oder ein Kompressor? Ein Turbo. Ein Turbo. Ja? Ja, ein Turbo. Und der Opel Speedster, ja, es ist so eine schräge kleine. Warum hat man das gemacht? Minimiert ohne Ende das Auto, ne? Das ist ganz geil. Ist auf jeden Fall irgendwie ein Classic, auf jeden Fall. Finde ich auch. Ja. Also ich muss sagen, ich mag das Auto. Ja. Hier nochmal ein Highlight. Nee, wird kein Klassiker. Krass, ja? Lexus SC 430. Also boah, im Grunde der SL von Lexus. Ja, sieht hatte aber nur eine geile Sache, finde ich. Sieht aus wie Nissan von vorne. Hatte eine geile Sache. Ja, was denn? Eine Wahnsinns-Stereoanlage von Mark Levinson? Mark Levinson, ja. Ja. Hatte schon der erste Lexus eine Mark Levinson-Anlage. Ah, cool, cool. Und der hatte aber richtig, also der Lexus 400, die Limousine, hatte Mark Levinson Soundsystem und der hat eine richtig geile Stereoanlage so integriert noch gab, richtig geil. Okay, cool. So, letztes Auto. Welches Auto war denn das erste Auto, was ein Bose Soundsystem hatte, was man kaufen konnte? Wo es das als extra gab? Ich hätte jetzt gesagt Golf 2. Nee.
Also viel früher, ne? Nee, viel früher. Viel Japaner, früher. Muss man Japaner? Ja, nee, was? Auch nicht. Nee? Cadillac Seville. Ach, klar. Der eckige Seville. Baujahr ab, diese Serie ab Baujahr 77. Das ist das Ach so, der mit diesem echt speziellen Heck? Nee, das ist der Nachfolger gewesen mit dem speziellen Heck. Davon der erste Seville. Der okay, erste der erste Seville, Seville hat ja noch eine Limousinenform. Limousinenform, ja. Genau. Das ist das Auto, das erste Auto, was es mit Bose Soundsystem gab. Wahnsinn, ne? Ja. Hätte ich eigentlich wissen können. Hab ja so einen 78er. So, letzte Auto. Honda S2000, natürlich ist ein Klassiker. Habe ich schon hier, ich verkauft hier. Hammer. Ja. Das ist das vierrädrige Motorrad, hat man früher mal gesagt. 2-Liter-Motor, 240 PS. Ist bis heute der Motor, Saugmotor mit der höchsten Literleistung, ist nicht erreicht worden. Hm. Oder? Ist richtig, ne? Wenn du das sagst, so viel ich weiß ja. Bei Mercedes, die Ingenieure fragen sich heute noch, wie Honda das schaffen konnte, einen Motor mit der Literleistung als Sauger zu bauen, der nicht kaputt geht. Das ist der Punkt. Das Verrückte ist, der dreht hoch und der geht nicht kaputt. Geiles Auto. Falls jemand Interesse an so einem Auto hat, mein Nachbar verkauft seinen jetzt. Ach so. Habe ich dir mal Bilder verkaufen. Gezeigt. Bitte? Ich dachte, ich soll den verkaufen. Nee, da muss ja ein bisschen was dran gemacht werden. Ach so, das wollte mein Nachbar nicht mehr machen. Pass auf, der S2000 ist witzigerweise, wenn man da einsteigt und wenn er im guten Zustand ist, ist der in einer nicht erahnten Qualität. Ja, das stimmt. Also die Haptik. Die Haptik der, und auch wie das Radio ist ja speziell eingebaut. Also hat so viele spezielle Features. Die Knöpfe, wie das. Das ist in einer. Du erwartest das. Das heißt, oh, steigst ein Honda ein und dann so. Alter, das ist aber hochwertig hier. Was ist denn hier los? Ja, ne? Und du erkennst auch Honda nicht. Also nee. Das ist nicht so, dass das dann die Knöpfe sind aus irgendeinem Honda aus dem Baujahr. Nein. Alles eigenes Design. Alles eigenständig. Ja. Dann diese leicht angefeilte Front. Ja. Das Auto sieht insgesamt super aus. Mörderschnelles Auto. Ja. Und echt geil. Also ganz, ganz tolles Auto. Honda S2000 war ich schon mal ein großer Fan von. Ja, ne? Ja. Das ist so ein bisschen... Gab es drei Serien übrigens. 1, 2, 3. Ich habe hier die zweite Serie zuletzt gehabt, einen blauen. Die zweite ist so eine Twitter-Serie, da hat er dann schon diese schöneren 17-Zoll-Felgen gehabt und hat aber noch nicht die haben in der dritten Serie hatten die dann ein Steuergerät. ESP, ne? Oder so eine Art ESP, weil sich einige damit abgeschossen haben mit dem Ding. Also auf dem Nürburgring hat man den ganz schnell aufs Dach gelegt, den Wagen aufs nicht vorhanden. Ne? Der ist schon giftig, der Wagen, der kann schon richtig was. Und dann hat man den so mit diesem ESP oder das hat einen anderen Namen gehabt. Ich weiß gar nicht, wie hieß es, ASC vielleicht bei denen oder so, keine Ahnung. Das hat den ganz schön den Charakter genommen, den Wagen. Und deshalb, sehr beliebt ist diese zweite Serie, weil schon 17 Zoll und eine größere Bremsanlage, aber noch nicht diese Bevormundung durch dieses System. Ja, cool. Geile Autos. Ja. Ich hatte einen blauen Metallic mit blauem Leder und Hardtop, Vollausstatter. Mhm. Und das blaue Metallic hieß in jedem Land anders. Bei uns hieß es Nürburgring Blau. Ja, und so viel ich weiß, hieß auf dem US-Markt Laguna Seca Blau. Geil, ja. Ne? Ja, ja. Ja, das ist Marketing. Leute. Also, ja, wir haben den nächsten Podcast hinter uns gebracht und jetzt wird es auch wirklich kalt. Ja, ich bin mal gespannt, was Frank dazu daraus zusammenschneidet. Ich fand das ein ganz schönes Durcheinander heute hier. Mal gucken, ich höre morgen mal rein. Macht's gut, tschüss. Also, ciao, tschüss. Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus11. Schaut doch mal unter 2aus11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.